Herzlich willkommen zurück, liebe Feinde der Menschheit, zu Let's Play Blake Inc. So, im letzten Part haben wir den Neuraxwurm abgeschlossen auf beide mögliche Arten und Weisen. Wir haben die Menschheit unterjocht und ausgerottet. Heute werden wir mit unserem Parasiten der Menschheit an den Kragen gehen. Parasitäre Lebensweise verhindert DNS-Veränderungen der Infektion. Verhindert DNS-Veränderungen. Mal gucken, was genau das heißen mag. So, wir den Feuchtigkeitsbonus haben wir im letzten Part noch bekommen. Bonus-DNS nehmen wir natürlich mit. Ich bin mir jetzt nicht mehr so genau sicher, ob wir da DNS-Punkte zurückbekommen haben oder nicht. Aber ich nehme einfach mal den Nachahmer mit rein. So, Wasserbonus lassen wir einfach mal drin. Wir haben einen Bonus für feuchte Klimaregion. Nö, ich lasse aber den Trockenbonus. Der ist meines Erachtens irgendwie sinnvoller. Guido heißt mein Kleiner, weil er ein bisschen aussieht wie ein Joint. Oder nicht? Lassen wir das auch so. Willkommen bei Blake Inc. Deine Wahl, Parasit. Wir haben den Trockenbonus drin. Sollen wir heute mal wieder in einem armen und heißen Land anfangen? Nehmen wir einfach mal... Hier, Zentralafrika. 114 Millionen Einwohner. Klingt gut, oder? So. Guido ist ein Parasit. Durch die parasitäre Lebensweise kannst du keine DNS-Punkte durch das Infizieren von Menschen sammeln. Hole deine Punkte von DNS-Blasen. Ah, so war der ganze Spaß. Aber ich glaube, der Rest hatte sich hier soweit nicht verändert. Doch hier, was war das nochmal? Parasiten passen sich an den Wirt an und sind schwerer zu entdecken. Och ja. Nö, erstmal auf die Übertragung. Wir sind in einem heißen, feuchten Land. Also Wasser 1. Wasser 2 brauchen wir ja heute nicht, da wir den Wasserbonus ja drin haben. Demnach sollte es auch so zu klappen sein. Guido breitet sich aus. Ja, dieser Parasit erinnert einen ein bisschen an einen normalen Bandwurm oder sowas. Also ihr wisst schon, ein Parasit, der sich im menschlichen Körper festsetzt und ihn als Wirt benutzt. Dieser Neuraxwurm im letzten Part. Ich glaube ja nicht, dass es sowas wirklich gibt. Ne? Ein Wurm, der tatsächlich die Menschen so infizieren und kontrollieren kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber, ne? Man will es nicht beschreien. Sowas. Ah, wir bekommen was zurückerstattet. Das heißt, wir können... Warte mal, was machst du? Ansteckungsgefahr, Landübertragung. Wir haben Wasser, Luft und jetzt Land. So, passt. Aber das heißt, wir können ihn ruhig mutieren lassen, also hätten wir den Mutationsbonus ruhig reinbauen können. Wenn wir den DNS-Punkt zurückbekommen, ist das ja alles gar kein Problem. So, mal schauen, ob wir es mit unserem Parasiten genauso schnell schaffen wie im letzten Part mit dem Neuraxwurm. Leider gibt es mit den Parasiten nur eine mögliche Art, die Menschheit auszulöschen. Vermehrtes Auftreten von Vogelwanderungen. Oh, kostet aber auch schon 21 Punkte, ne? So, einmal schwerer zu entdecken, Stufe 2. Jetzt können wir erstmal ein bisschen schön abwarten hier, bis der afrikanische Kontinent vollends infiziert ist. Moment, ganz kurz. Einmal Kälte 1. Wir haben in einem heißen Land angefangen, bedeutet, wir müssen auf Kälteresistenz entwickeln. Aber ich glaube, das solltet ihr mittlerweile alle verstanden haben, oder? Husten wollen wir nicht. Ja, solange wir DNS-Punkte zurückbekommen, haben wir ja keinen Schaden dadurch, dass wir die ganzen Symptome zurückentwickeln. Denn zu weit voranschreiten lassen dürfen wir es ja noch nicht, da er sonst entdeckt werden würde, unser kleiner Parasit. So, ich mache auch mal direkt noch Stufe 3. Wir werden häufiger übertragen. Hört sich gut an, dann haben wir hier nämlich die Stufen voll. Ich hoffe mal, dass es tatsächlich auch viel bringt, wenn man auf die Heilmittelentwicklung schaut. Ja, den Parasiten habe ich bis jetzt erst einmal gespielt, da ich ihn ehrlich gesagt relativ langweilig finde, muss ich sagen. Weil er halt... Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen, schade. Weil er halt eigentlich nichts anderes macht als der... das Bakterium. Er hat nichts Besonderes. Wir bekommen DNS-Punkte zurück bei...
Zurückentwicklung von Symptomen oder bei Zurückentwicklung von allem. Nur dass er halt vermeintlich ein bisschen schwerer ist, weil wir keine DNS-Punkte bekommen durch Mensch-zu-Mensch-Infektion. Aber so scharf sind wir darauf ja auch nicht unbedingt, oder? So, reiche Länder 1 und 2. Dann haben wir Australien, USA und Kanada nämlich auch ziemlich flott. So, mal gucken, ob wir jetzt schon Kälte 2 kriegen. Jawohl, damit wäre die Weltkarte, glaube ich, abgedeckt. Grünes Technologieunternehmen behauptet, eine Energiestation entwickelt zu haben, die nur durch Lachen und Freude betrieben wird. Berichte über Ölfässer wurden dementiert. Wenn sowas wirklich geben würde, Leute, ne? Hätte die Menschheit wahrscheinlich keine Probleme mehr. Müsste sich einfach nur noch gut gelaunt ins Auto setzen und könnte fahren, ohne jemals anhalten zu müssen. Das wäre ja zu schön. Oh, hier summt irgendwas. Ja, geht ja gut flott. Wir sparen jetzt mal ein bisschen DNS. Da wir ja, wie gesagt, nicht von Mensch zu Mensch an hier die üblichen einen Punkt die üblichen DNS-Punkte kriegen pro Sekunde. Und wir wollen ja am Ende unserer Krankheit trotzdem irgendwie tödlich machen, unseren Parasiten. Grönland haben wir mit dem Korb. Damit ist die halbe Miete gewonnen. Wer fehlt uns denn noch? Niemand. Ja, guck mal an. Das ging ja ziemlich schnell. Jetzt heißt es nur noch abwarten und Tee trinken. Und gelegentlich auf ein paar orange DNS-Blasen klicken. Ausschlag wollen wir noch nicht. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich das zurückentwickle, denn ich schätze, beim nächsten Mal werden wir die Menschheit komplett infiziert haben. Geht es am Schluss immer ein bisschen langsamer voran, aber wir haben ja die 7,114 oder so Milliarden ja schon bald. Stimmt eigentlich die Zahl exakt überein? Man könnte ja mal nachgucken. Haben wir im Moment wirklich exakt 7.124.543.962 Menschen auf unserem kleinen Erdenrund? Möglich ist es. Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall die 7 Milliarden überschritten haben. Zystern. Wie viel haben wir infiziert? Ja, das lassen wir jetzt durchlaufen. Können wir gerade mal gucken, dann gehen wir auch hier unten irgendwo entlang. So, noch ein paar Sekündchen, dann sind wir durch. Und wir haben auch keine Meldung bekommen, dass irgendwas schwerer zu heilen wäre. In welche Richtung wollen wir gehen? Ich weiß, dass hier in der Mitte irgendwo das multiple Organversagen ist. Nicht Organ. Hier ist irgendwas Tödliches und hier ist auch irgendwas Tödliches. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal, ne? Hier war irgendwie der hämorrhagische Schock. Dann gehen wir jetzt mal nach links. Überempfindlichkeit erhöht Auftreten allergischer Reaktionen und führt infolge zu Störung des Immunsystems. Reiche Regionen sind besonders betroffen. Entzündung blockiert körperliche Abläufe, Schwellungen können Atmungsstörungen verursachen und tödlich enden. Anfälle. Zufällig auftretende Gedächtnisstörungen und Anfälle mindern das unabhängige Handlungsvermögen des Patienten, kann tödlich sein. Wahnsinn. Neuropathische Prozesse des Erregers im Frontallappen verursachen schwere Emotions- und Verhaltensstörungen, deutlich schwerer zu heilen. Ja, haben wir auch gesehen, die Schwere ist um einiges vorangeschritten hier. Dysenterie. Ein vollständiger Zusammenbruch des Verdauungssystems führt zu infiziertem Abwasser, Flüssigkeitsmangel, Hunger und Tod. Sehr gut. Aber so richtig lethargisch ist unsere Krankheit noch nicht, ne? Könnten die beiden noch mitnehmen, allein um die Schwere noch ein bisschen zu erhöhen. Wir müssen allerdings auch hier unten mal ein bisschen was rein investieren und jetzt haben wir keine mehr. Abwarten, mal gucken, ob es klappt. So. Schweden hat die Krankheit entdeckt.
in Deutschland ist die erste Person gestorben. Jetzt gehen die ganzen Landesgrenzen zu und es wird geforscht. Ja, ich hoffe mal, dass die unsere Krankheit, die wir entwickelt haben, ausreicht. Paranoia haben wir dazu bekommen. Was wir jetzt machen können, ist natürlich wieder die ganzen Übertragungen zurückzunehmen. Denn wir haben ja bereits alle Menschen infiziert. Also was bringt es uns, eine höhere Infektionsrate zu haben? Können wir auch die drei wieder rausnehmen? Oder... Ah, nee, das würde die Schwere reduzieren. Nee, das erhöht die Schwere. Was ist das denn für ein Blödsinn? Ja, sehr cool. Okay. Warum auch immer? Was haben wir hier noch? Schlafstörungen hätten wir noch im Angebot. Ich gehe mal noch auf die Lähmung. Ah, vielleicht hätten wir... Ach, scheiße, ich Idiot, ne? Vielleicht hätte ich das... mir mal aufsparen sollen für... gegen Heilmittelzeug. So, die Ukraine macht nicht mehr mit. Wäre ja im normalen Alltagsleben auch nicht anders zu erwarten. Die ist ja beschäftigt genug mit ihrem Russland-Gedöns. So, Heilmittel geht mir persönlich zu schnell. Stoppen wir die mal ein bisschen. Ich glaube echt, wir sind nicht tödlich genug. Das gibt es nicht. Ja, ja, ja. Wir müssen hier irgendwie gucken, dass wir hier mehr reinkriegen. Nee, die beiden zurückzuentwickeln macht ja keinen Sinn. Es muss ja jetzt schneller gehen, Leute. Ich glaube, das wird zwar eine sehr enge Geschichte, aber ich glaube, dass das sehr knapp nicht klappen wird. Ja, das wird nichts. Wir sind schon bei 80%, Leute. Wir bräuchten 31 Punkte, wir haben 15. Ja, irgendwie bin ich von den Symptomen hier in der linken Ecke nicht so begeistert. Das ist, guck mal, was wir hier... Wir müssten eigentlich mindestens bis hierhin sein. Also nochmal, das Doppelte sollten wir eigentlich haben. Ja, ich nehme jetzt mal noch den Durchfall dazu. Ich meine, viel wird er nicht mehr rausreißen können. Ich meine, wir haben fast 3 Milliarden Menschen mit Durchfall getötet. Das ist ja auch schon mal, was. Aber das dürfte heute nicht klappen. Nee, nee, nee. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wenn wir das Ganze nochmal so gemacht haben und dann holen wir uns ein paar andere Symptome. Das ist ja Quatsch hier. Bis gleich, Leute. So, meine Lieben, da wären wir wieder. Ich bin noch nicht bei den Symptomen angelangt, aber wir haben die Welt schon ziemlich infiziert. Merkwürdigerweise haben die dieses Mal einfach meinen Parasiten gefunden. Obwohl ich keine Symptome... ne? Kann wahrscheinlich daran liegen, dass ich dieses Mal diese drei hier nicht freigeschalten hatte. Ja, ich dachte einfach, die würden mir dann irgendwie gar nichts bringen, wenn sie die Schwere der Krankheit reduzieren. Vielleicht war das ein Fehler, vielleicht hätte man das von Anfang an mitnehmen sollen. Und es macht dann wirklich Sinn, dass man das am Ende wieder wegnimmt. Kann natürlich gut sein, weiß ich nicht. So, jetzt wäre es nun mal ganz interessant, wenn ihr langsam mal ein bisschen anfangen würdet, den letzten Menschen zu infizieren. Denn mir fehlt immerhin noch eine ganze Milliarde an Leuten. Und jetzt kann ich die Forschung nicht mehr weiter zurückschrauben. Ja, hier ist... In China ist noch ein bisschen wenig los. Kommt schon, Leute. Das CDC sendet weltweit Teams aus, um Virus-Patient 0 aufzuspüren, in der Hoffnung, dass sie diese erhaltenen Informationen die Heilmittelerstellung beschleunigen können. Ja, ich bin bei 50%, das ist nicht witzig und es sind nicht alle infiziert. Ja, ich mache mich jetzt einfach mal tödlich. Ich
gehe diesmal hier über den Hustenweg. Ach, da ist schon mein Organversagen hier, nicht wahr? Da will ich noch nicht hin. Ich mache mich erstmal noch ein bisschen infektiöser. Gucken, ob es was bringt. Ja, in Russland ist der erste schon gestorben. Ich warte noch bis 60%, dann mache ich mich, hau ich raus. Starke Blutung und Systemkombo, ja. Dadurch, dass wir jetzt Hämophilie und Hautläsion haben, also quasi Hämophilie und Hautläsion hier. Ein Zerfall der Epidermis, also große offene Wunden und Blutgerinnsel verhindern, erhöht Ansteckungsgefahr. Keine Ahnung inwiefern, aber es führt zu erhöhtem Blutaustritt. So, jetzt haben wir es. Mal gucken, ob wir es noch schaffen mit dem Multiorganversagen. Ich mache noch das Koma dazu, dass es schwerer zu heilen ist. Vielleicht kriegen wir es gerade noch hin. So, Island macht schon mal nicht mehr mit. Also sobald man das Multiorganversagen hat, kann man ganz gut sehen, wie unglaublich schnell die Menschheit dahin gerafft wird. Und ich glaube, das müsste durchaus funktionieren. Ah, wir haben sogar noch so viel übrig. Komm, wir spielen einfach mal ein bisschen rum. Was können wir denn machen? Wir können die Übertragung rausnehmen. Ich will nicht mit so vielen DNS-Punkten in meinen wohlverdienten Sieg gehen heute. Ich baue einfach mal noch ein paar Symptömchen ein. Nekrose nehmen wir noch dazu. Oh, oh, wow, 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 wow. Na, guck mal an, jetzt sind wir... Ja, ich dachte, das wäre bis zum Ende gestiegen. Ja, okay, nehmen wir noch die Übelkeit mit. Einfach noch ein bisschen was reinhauen hier. So. Damit den Leuten geht es ja nicht schon schlecht genug, nicht wahr? Noch ein bisschen was, ja komm, noch ein bisschen was. Hier, Lungenfibrose. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Kriegt man noch was hin? Ja, wir können auch Zysten entwickeln. Einfach so, aus Spaß. So, 700... Oh Gott, wie schnell das sinkt. Heilige Scheiße. Okay, Russland, Zentralafrika. Und zu spät. Guido hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgerottet. In 851 Tagen. Gar nicht schlecht. Das hat jetzt am Schluss doch noch richtig gut funktioniert. Also das multiple Organversagen ist eigentlich, das ist eigentlich schon fast ein Cheat als ein Symptom. Übertragungsmutation haben wir bekommen. Ich will mir nochmal ganz kurz anschauen, was die kann. Da. Eine solche kann Übertragungen mutieren. Sie ist einfacher zu... Was? Sie kann Übertragungen mutieren. Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, was es heißen soll. Egal, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und Kommentare da, wie ihr dieses Spiel an sich findet. Ist ja noch ein Early Access Spiel, heißt auch, die Entwickler sind dankbar über eure Unterstützung, über eure Kommentare. Im nächsten Part nehmen wir den Brion, ein langsamer, schleichender und äußerst komplexer Erreger im Gehirn. Also wahrscheinlich nicht so ganz so einfach zu steuern wie unser Neurax-Wurm-Freund. Also dann, Leute, bis dahin, macht es gut, ciao.